eine halbe Flasche entgeisterte Uhrzeigersinn. Auf mir eine freundliche Seele. Scrope? Wer ist Scrope? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Nidioso! Akio! Kürbisse. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand... Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrope ist dankbar. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber... Was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie... Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr... Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Scrope wird hier auf Sie warten.
Viel Glück bei der Suche nach ihren Seiten. Incendio. Incendio. Potego. Levioso. Accio. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Kann das sein? Besuch? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine Geheime von Peeves... Was soll ich mit vergilbten alten... Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Also bin ich der Karte gefolgt. Ich hätte da eine Idee. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines
Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grot... Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der Junge Slytherin... Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre.